Die Zeiten der Cowboys im Wilden Westen sind zwar schon lange vorbei, doch geschossen wird auch heutzutage offensichtlich noch mehr als genug. Vom 9. bis 12. März kommen wieder rund 35.000 Besucher aus Handel und Industrie zur EVA and Outdoor Classics, der Leitmesse für Jagd, Sportschießen, Outdoor und Sicherheitsbedarf nach Nürnberg. Ein Volltreffer auf der diesjährigen Messe ist der Stand von Carl Zeiss. Denn nur wenn man auch richtig sieht, auf was man schießt, kann man das anvisierte Ziel auch treffen. So sind auch dieses Jahr wieder die wichtigsten Produkte des ursprünglich aus Jena stammenden Unternehmens Ferngläser und Zielfernrohre auf der Messe zu bewundern. Ein Duell liefert sich Zeiss erneut mit dem Konkurrenten Nikon, der ein ähnliches Sortiment präsentiert. Erstmalig findet mit der Enforce TAC auch eine eigene Begleitmesse nur für internationale Polizeikräfte und Behörden statt. Zeiss ist auch hier vertreten und stellt sein für diesen Sonderbereich angepasstes Sortiment aus. Nicht steckbrieflich gesucht, aber dafür stark besucht ist auch dieses Jahr der Stand der Firma Anschütz, die ihre große Kompetenz im Biathlon-Bereich zeigt. Filmhelden wie Wyatt Earp, Jesse James oder Billy the Kid wären sicherlich neidisch auf die Fachbesucher der diesjährigen Messe, denn selten hat man die Gelegenheit, so geballt nicht nur Spezialgewehre mit enormer Reichweite, sondern auch Handfeuerwaffen für kürzere Distanzen zu bestaunen. Aber nicht nur Schusswaffen bietet die IWA. Fast genauso wichtig ist inzwischen die Frage nach der richtigen Kleidung beim Jagen und Sportschießen. Dies beschränkt sich nicht nur auf wetterfeste Jacken, die es hier natürlich auch zur Genüge gibt, auch die richtigen Stiefel. Mützen, Hosen oder Tarnmonturen sind wichtig und finden ihr Publikum. Genauso Equipment wie Helme oder Schilde, die es bei zahlreichen Ausstellern gibt. Trotz eines Schusswaffenangebots, mit dem man eine kleine Privatarmee ausstatten könnte, fallen einem die vielen Stände mit Messern in den verschiedensten Größen auf. Natürlich darf da die Firma Victorinox nicht fehlen, die ihre weltbekannten Schweizer Taschenmesser dabei hat. Scharf geschossen wird zwar dieses Jahr nicht in den Hallen und eine Schießerei um 12 Uhr gibt es auch nicht, doch spannend ist die jährlich wiederkehrende Messe allemal, zumindest wenn man kein Pazifist ist. Und somit freut sich der ein oder andere Großstadt-Cowboy sicherlich schon jetzt auf die IWA 2013 in Nürnberg.